Das ist ein Abend von und mit Frauen, aber das ist kein Abend für Frauen. Es ist ein Abend über Mütter, aber das ist kein Abend über Mütter. Manche hier im Raum sind aufgrund wesentlicher biologisch-körperlicher Vorgänge zwar nicht mit gemeint, aber kein Grund für Gebärneid. Spitzen Sie heute Abend einfach besonders gut die Ohren, denn was wir erzählen, ist kein Frauenproblem. Denn jedes Frauenproblem ist unser aller Problem. Nur gemeinsam finden wir eine Lösung für die ganze Familie. Wie auch immer Sie eine solche definieren. Ich bin Mitte 30, ja? Meine Uhr sollte jetzt laut ticken, sehr laut, direkt vor all meinen Türen stehen. Jede Sekunde ein Donnerschlag. Um mich herum werden alle üppig, bauen Nester, sind gebenedeit unter den Frauen. Und ich bin halt weiter nur die ohne. Die mit der Fehlstelle. Weil ich nicht von Natur aus, weil ich keine Muttergefühle, bla 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 bla. Unsere Sexualorgane werden zu Reproduktionsorganen. Unsere Gebärmutter zur Fruchthöhle. Unsere Vagina zum Geburtskanal. Unsere Organe wechseln nicht nur ihren Namen, sondern sie verlieren auch den Status des Intimen. Das bedeutet ganz konkret, ausgesetzte Körperlichkeit, überschrittene Schamgrenze, Entfremdung und Verlust der Selbstbestimmung. Die Kinder haben das schon mitgekriegt, wenn ich mal nicht da war, klar. Aber ich habe das für mich gemacht. Ich dachte, die haben ja auch noch einen Vater. Da habe ich mich einfach so rausgeschält. Ich dachte, ich bin ja auch noch jemand anders, außer Mutter und Ehefrau. Es war die richtige Entscheidung. Aber diese Erfahrung wünsche ich niemandem. Auch tote Kinder werden älter. Sie haben Geburtstag, wie alle anderen Kinder. Meiner Meinung nach ist Gebärfähigkeit die Ursache allen Übels. Als Frauen müssen wir uns wohl auch über die Gebärfähigkeit definieren, die uns mit unserem Körper zugewiesen wird. Was? Mich macht das unrund, wenn so getan wird, als wäre das keine Kategorie. Nach 30 Jahren Fruchtbarkeit weiß man um diese Wirkmacht. Eine Mutter ist eine Mutter ist eine Mutter. Und ehe man sich versieht, besteht man nur mehr aus Gemüsesticks in Tupperdosen und in die Breite gegangene Hüften. Mutterschaft ist politisch, seit jeher. Und Nichtmutterschaft ist es ebenso.